Da kann ich aufhören. Da kann ich aufhören. Also ich habe keine Lust, mich halt den ganzen Sonntag zu ärgern. Leck die Sau am Arsch, du. Der Sonntag ist gelaufen für mich. Harry hat Arthrose und nimmt ein Bad voll Schaum. Es ist wieder Bingo-Nacht, nebenan im Gemeinschaftsraum. Die Beute ist am Toben und Harry kann nicht entspannen. Sein Alltag besteht aus Fernsehen und stinkenden Bettwannen. Der Pfleger kommt ins Bad und holt ihn aus dem Becken. Harry hasst diesen Hippie, der kann gleich mit verrecken. Abendbrot kommt wenig später, da ist die Laune gleich im Keller. Sieht Harry diesen Schweinefraß auf seinem Meisterporzellanteller. Harry nimmt den Hörer und ruft die Polizei. Guten Tag, Herr Wachtmeister, kommt doch mal lieber vorbei. Die Graukappe fangen an zu schreien. Das Elzinger stürmt die Bude. Das erste Opfer heißt Gertrude. Gertrude tut es an eine Gerade. Ach, ich find's gar nicht schade. Stürmt an den Fall seine Bahn. Dreht um, ach, ich schnell am Fall. Harry hört die Schreie aus dem Bingo-Raum. Schon drei in einer Reihe. Schöne Scheiße aus der Traum. Panik auf den Fluren, versaute Oma-Pressuren. Gebisse fliegen aus der Fresse. Der Pfarrer liest die letzte Messe. Harry ist der Letzte auf der Station und hängt noch mit dem Notruf am Telefon. Harry fängt an zu lachen. Die Bullen können es nicht fassen. Warum hat das gemacht? Das war schon nach um acht. Bombenalarm im Altersheim. Die Graukappen fangen an zu schreien. Das Einzige schirmt die Bude. Das erste Opfer heißt Gertrude. Gebt die Tude mit einer Gerade. Ach, ich bin jetzt gar nicht schade. Schirmt mein Leben bei seinem Bart. Dreht um, ach, ich schall am Rad. Bombenalarm.